So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Guten Morgen Börse hier gemeinsam mit XTB. Es ist Dienstag, der 13. Juni 2023. Und gemeinsam mit XTB wollen wir heute mal einen Gameplan erstellen, nämlich einen Gameplan für die heute um 14.30 Uhr zu veröffentlichen US-Inflationszahlen. Die werden erstaunlicherweise nur noch mit 4,1% erwartet. Und jetzt kommt der Knüller, in Anführungsstrichen, das, was mich irritiert, ehrlich gesagt, nämlich der Umstand, dass wir dennoch für die Juli-Sitzung, nicht für morgen, für die FED-Sitzung im Juni, sondern einen Monat bzw. 6 Wochen später, dann im Juli, eine Erwartungswaltung haben hier von über 70%, dass die FED den Leitzins nochmal um 25 Basispunkte anhebt. Was es damit auf sich hat, was es damit auf sich haben könnte, ob diese Spekulation eventuell verfehlt ist und vor allem, was wir daraus dann ausgehend für die Märkte machen, dazu in den folgenden Minuten mehr. Aber bevor wir offiziell starten, zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Live-Handel beginnt, erstelle man sich bitte zunächst ein Demokonto, beziehungsweise ganz zuvor erstmal ein Risikoprofil. Dann lade man sich kostenlos auf xtb.com/de kostenlos eine Demo herunter, teste den Handel risikofrei. Und wenn man dann für sich feststellt, dass der Handel mit dem Produkt und dem persönlich erstellten Risikoprofil korrespondiert, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, entsprechend auf xtb.com/de ein Live-Konto zu eröffnen. Alle Informationen diesbezüglich, ganz besonders der vollständige Risikohinweis, eben auf xtb.com/de. Auch gerne den Support kontaktieren für weitere Rückfragen, die bestehen könnten. Dann mögliche Interessenskonflikte. An dieser Stelle bitte alles, was ich hier jetzt in den folgenden Minuten präsentiere, besonders im Hinblick auf den Gameplan, auf dieses potenziell hoch volatile Event rund um die US-Inflationsveröffentlichung, nicht als Anlageempfehlung missverstehen, sondern als rein edukatives Event. Das bedeutet also, alles, was ich hier präsentiere, sind meine Gedanken, so wie ich die Situation sehe, so wie ich das aktuelle Bild einschätze. Ich erstelle ausgehend hiervon einen Gameplan für mich und den präsentiere ich jetzt an dieser Stelle. Aber es ist nicht in irgendeiner Form als Anlageentscheidung oder Anlageempfehlung misszuverstehen, bitte. Darüber hinausgehend ganz kurz vielleicht zu XTB als Broker, bester CFD-Broker des Jahres 2023 laut Brokerwahl. Die Gründe, die dazu geführt haben, finden sich hier in der Mitte aufgeführt. Natürlich auch auf der Webseite xtb.com/de und hier beispielsweise das aktuelle Offering im Hinblick, nicht nur das aktuelle, sondern das Offering generell, im Hinblick auf einen durchgehenden Zielspread von 0,8 Punkten im DAX, sowohl in der Vorbörse als auch im abendlichen Handel, folgend auf den Xetra-Handel. Und die X-Station, die beste Trading-App an dieser Stelle, auf die wollen wir jetzt einen Blick werfen und wollen uns hier dem DAX widmen, beziehungsweise dem Kursverlauf, den wir jetzt hier zu sehen bekommen haben im gestrigen Handelstag. Wir hatten an dieser Stelle gestern im Hinblick auf den DAX, hatten wir thematisiert gehabt, eine mögliche Squeeze-Bewegung auf der Oberseite, die initiiert wird durch den am Freitag wiederum anstehenden großen Verfall, den Hexensabbat. Und das relativ hohe Open Interest geschriebener Calls auf die 16.000er Marke. Das infolgedessen, dass wir uns dann auf der Oberseite abstoßen, ein Absicherungsbedarf eben einsetzt. Und wir haben diesen Squeeze zu sehen bekommen, aber eben dann auch ein Überrollen und ein Fall zurück unter den EMA 50 auf 5-Minuten-Basis. Damit, ganz ehrlich, ist für mich der Tag gestern schon gelaufen gewesen, also für den DAX. Ich nutze den EMA 50 an dieser Stelle ganz konkret, um einfach einen Vorteil zu identifizieren, um zu sehen, sind wir heute long, sind wir short und dann ausgehend eben von entsprechenden Konsolidierungen beispielsweise mich entsprechend long oder beziehungsweise short zu positionieren. Das ist gestern, hat hier nicht stattgefunden, das war dann eher ein zähes Treiben, aber es war sicherlich erkennbar, deutlicher erkennbar, dass wir eben nicht neue Tagestiefs markiert haben, nicht zurück unter die 16.000er Marke gefallen sind, sondern eben aufrollten und dann mit den US-Märkten nachmittags entsprechend bullische Vorgaben zu sehen bekommen haben, die uns haben im Bereich der Tageshochs schließen lassen. Und heute früh, dann lief noch eine News über den Ticker und zwar von, ich mache das mal ganz kurz hier an dieser Stelle auf, das ist einmal der Earnings-Kalender, sieht man ganz dünn, vielleicht Oracle von Interesse, aber das, was uns hier viel mehr interessiert, ist diese Headline, nämlich heute früh Vorgaben aus Asien, die sind sehr positiv gewesen, denn die chinesische Zentralbank, die hat unerwarteterweise den 7-Tage-Reverse-Repo da
Zinssatz um 10 Basispunkte reduziert. Ich will es jetzt nicht en Detail hier auseinanderklamüsern, was sind Repos und dergleichen. Ich will einfach nur sagen, das ist im übertragenen Sinne den Banken oder beziehungsweise Spekulanten auch an dieser Stelle, die sich in solchen Repos Liquidität beschaffen beispielsweise, sind im übertragenen Sinne ein, ich gebe euch eine längere Leine. Ihr habt mir hier mehr Liquidität beziehungsweise müsst weniger sogenanntes Collateral, also weniger Sicherheiten vorhalten. Und das ist gemeinhin eigentlich etwas, was bullish ist für Equities. Und ich denke, das macht sich hier bemerkbar heute mit diesen bullischen Vorgaben über den asiatischen Handel. Und wir können diese Aufschläge bis dato jedenfalls größtenteils halten im DAX. Jetzt ist die Sache die. Grundsätzlich denke ich, werden wir ein eher dröges Treiben bis 14.30 Uhr zu sehen bekommen. Und dann wird einfach die Frage sein, in welche Richtung wird die Inflation veröffentlicht. Und jetzt ist die Sache die, das sind wir hier im Kalender, wir haben einen Verbraucherpreisindex von 4,1%, nach zuvor 4,9%. Das ist eine erstaunliche Abkühlung der Inflation. Also ich bin wirklich erstaunt, dass wir in diesen Bereichen hier die Erwartungshaltung vorfinden. Aber interessanterweise, und das passt nicht zusammen, auch darauf wollen wir nochmal kurz einen Blick werfen, wenn wir uns das FedWatch-Tool anschauen, das ist also der Terminmarkt an dieser Stelle und dessen Erwartungshaltung im Hinblick auf das, was wir dann seitens der Fed zinstechnisch geliefert bekommen. Da sehen wir für morgen 75, fast 80%ige Wahrscheinlichkeit, dass es keine Zinsanhebung geben wird. Also morgen werden wir eine Pausierung zu sehen bekommen, das ist zumindest, was der Terminmarkt sieht. Aber für Juli sehen wir, wenn wir hier oben diesen Tab ansteuern, für Juli sehen wir, dass über 70% bei 5,25 bis 5,50 sind. Sogar es gibt 15%, die bei 5,50 bis 5,75 sind. Und das ist jetzt insofern interessant, als dass wir ja sagen, okay, wir haben noch ein Hauptziel, nämlich Inflationsbekämpfung, Abkühlen der Inflation auf den Weg zu bringen. Die Fed scheint da, das scheint zu funktionieren. Wir haben aber eine insgesamt konjunkturell eher angeschlagene Situation. Also das bedeutet, auch der Bankensektor stellt sich sehr, sehr stark angespannt dar, wie wir es im März zu sehen bekommen haben, mit dem Niedergang der Silicon Valley Bank, mit der First Republic und so weiter. Also wir haben eigentlich ein Umfeld, in dem wollen wir keinen weiteren restriktiven geldpolitischen Kurs. Und jetzt kommt der Terminmarkt und sagt, wir erwarten nochmal 25 Basispunkte, auch trotz dann wiederum eines Prints hier von 4,1%, was ja implizieren würde, dass wir 100 Basispunkte das Leitzinsniveau der Fed über dem sehen, wo die Verbraucherpreise liegen. Und das muss ich sagen, das finde ich ziemlich interessant, besonders wenn ich mir jetzt die Price Action anschaue, auch gestern in US-Equities zum Beispiel, da stimmt irgendwas nicht, in Anführungsstrichen. Oder ist das vielleicht ein Vorwegnehmen? Auf jeden Fall bleibt unterm Strich, also wir werden sehen, wie der Markt dann insgesamt reagiert, aber ich denke, unterm Strich bleibt, mit Blick hier auf den S&P 500, den ich mal auf 5-Minuten-Basis aufgemacht habe, ich glaube, wir sind nach oben jetzt schon ein bisschen arg heiß gelaufen. Und egal, ob wir uns mit 4,1% veröffentlicht werden oder vielleicht ist es auch gar nicht mal der Verbraucherpreis als solcher, sondern ist es an der Stelle hier die Kernzahl, der Verbraucherpreisindex, also die 5,3% an dieser Stelle, hier, das heißt die Kerninflation, die da eine Rolle spielt, die erwartet wird mit 5,3%, also deutlich oberhalb des klassischen Verbraucherpreisindex veröffentlicht zu werden, der ja zum Beispiel volatile Güter wie zum Beispiel Lebensmittel oder auch Kraftstoff, also Benzin beispielsweise beinhaltet. Verzeihung. Vielleicht ist das die Orientierung und der Grund, warum der Markt das spielt an dieser Stelle. Ich denke auf jeden Fall, wir haben eine nicht so günstige Vorgabe dadurch, dass wir jetzt schon sehr, sehr steil in dieses Event reinlaufen. Und das Risiko besteht, dass es zu einem sogenannten Buy the Rumor, Sell the News kommt. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt in irgendeiner Form zum einen mich der Long-Seite verwehren würde, beziehungsweise sofort shorten wollte, sondern ich bräuchte dafür ein klares Signal. Also das bedeutet, aktuell ist wirklich der Modus Geduld. Wir lassen erstmal die Zahlen veröffentlichen und dann würden wir entsprechend eben hier entscheiden, wie wir uns positionieren. Szenario, wo ich denke, Buy the Rumors, Sell the News mit einem Print, der vielleicht ein bisschen heißer reinkommt, 4,2, 4,3% vielleicht, ein kurzer Flush auf der Unterseite, dann Käufer, die reinkommen, ein kurzer Test nochmal der Hochs, aber wir bilden tiefere Hochs aus und rollen dann über. Und dieses Überrollen und dieser bärische Impuls, besonders eine Beschleunigung auf der Unterseite und ein Retest der 4300er Region, kann ich mir dann im S&P 500 sehr, sehr gut vorstellen mit entsprechend der Fed-Entscheidung morgen und den Äußerungen von Jay Powell. Vielleicht einer Rhetorik, die auch innerhalb der sogenannten Economic Projections in die Richtung geht. Wir werden pausieren, eher nochmal eine Zinsanhebung auf den Weg bringen, einfach um safe zu sein im Hinblick auf das Eindämmen der Inflation. Und ja, vielleicht auch der Nasdaq in dem Zusammenhang ganz interessant. Der stellt sich weiterhin extrem stark dar.
Mal gucken, vielleicht ist der am ehesten von einer Korrekturbewegung betroffen. Das könnte dann, also bis jetzt haben wir uns hier jedenfalls retten können, aber sollten wir tatsächlich einen Pull-in sehen von der oberen gegen die untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung, die wir hier etabliert haben, wäre nicht auszuschließen, dass das Chance-Risiko-Verhältnis technisch vielleicht sogar attraktiver wäre, auch wenn jetzt die 14.000 eher nicht angegriffen würde in solch einem Szenario, sondern eher der Bereich eben so roundabout um 14.200, 150, 200 Punkte. Aber nochmal, aktuell ist die Devise wirklich abwarten, Tee trinken. Die Erwartungshaltung ist erstaunlich abgekühlte Inflation, aber nichtsdestotrotz eben ein Grundmodus, der ein bisschen in Equities überdehnt anmutet und wo wir eben entsprechend auf neue Impulse, auf frische Impulse warten sollten und dann schauen, wie der Markt reagiert, um uns entsprechend davon zu positionieren. Das wäre es für heute gewesen. Wir schauen morgen, wie dann entsprechend die Inflation veröffentlicht wurde, was das für die Fed wiederum morgen Abend bedeutet. Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Habt euch wohl. Bis dann und tschüss.